Ratet mal, wo ich heute hingehe. Hallo, hallo, ich bin Theresa von Samidow. Schön, dass du vorbeischaust. Heute gehe ich mal wieder zu meinem Lieblingsgeschäft, zu meinem Stoffgeschäft. Und ich muss auch noch zu einem anderen Geschäft gehen und ein Puppenmodell kaufen. Ich habe ein kleines Geständnis zu machen. Die Puppe, die Our Generation Puppe, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe, habe ich mittlerweile verkauft, weil mich ihr wackelnder Kopf ein bisschen aufgeregt hat. Aber ich gebe nochmal einer Puppe eine Chance, weil ich herausfinden möchte, ob die Our Generation Puppen auch die Klamotten der neuen Sammy-Puppe anziehen kann. Und ich nehme euch mit zum Stoffgeschäft und auch zum Einkaufen von der Puppe. Und ich hoffe, es wird ein bisschen unterhaltsam. Was war das? Ich glaube, es war nur ein Ast. Und da sind wir auch schon wieder hier. Und jetzt holen wir uns die Puppe im anderen Geschäft. So, hier ist ein kleines Update für die Sammy-Puppe mit denselben Proportionen wie eine American Girl-Puppe. Ich habe das Päppchen schon fertig genäht. Es passt alles wunderbar. Dann habe ich an den Klamotten gearbeitet. Hier haben wir uns ein kleines Rüschenkleid gebastelt. Die erste Ausführung hier war ein bisschen zu groß. Das hier ist der zweite Entwurf. Da war es ein bisschen eng an den Hüften, deswegen habe ich das jetzt nochmal geändert und arbeite gerade wieder an dem neuen Schnitt. Und das werde ich nochmal probenähen. Und dann hoffe ich, dass wir in 2 Wochen ungefähr dann alle Videoanleitungen und auch das Schnittmuster fertig haben zum Verkauf. Und natürlich mit den gratis Videoanleitungen wie immer auf YouTube. Also gestern Nacht hatten wir einen Stromausfall. Auf einmal war alles dunkel und wir hatten keine Elektrizität mehr. Und dann anstatt uns zu langweilen und hier drin zu sitzen mit den Kerzen, die wir im Dunkeln gesucht haben, sind wir dann rausgegangen und haben einen kleinen Spaziergang gemacht und meine Tochter hat ihr Fahrrad genommen. Und dann sind wir gefahren und es hat echt Spaß gemacht. Es war ein bisschen mysteriös, alles war so dunkel. Und dann ist sie hingefallen, hat sich furchtbar doll wehgetan. Ganz, ganz tiefe Cuts, Schnitte in ihr Knie. Wir wollten das mal kurz zeigen hier. Da, man kann es nicht so gut sehen, weil das hier alles unter dem Verband ist, unter diesem Dingsy, aber da kann man schon sehen, wie tief das alles ist und das tut furchtbar weh. Und wenn ihr uns gute Wünsche schicken könnt, dass alles schön schnell heilt, da würden wir uns sehr freuen. Danke! Vielen Dank fürs Zuschauen, ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss!